Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Tier-Challenge und den tollen Seleukiden. Und wir haben wieder einen Flickenteppich, lauter schöne rote feindliche Armeen. Zum Glück ist nur ein Teil davon richtig stressig. Also hier die zwei Fullstack-Armeen sind jetzt weggegangen, weil ich mit der Armee nach Palmyra gegangen bin. Dann sind sie weggegangen. Dann gab es hier so einen mega Stress die letzten Folgen. Dann bin ich hier jetzt mit der Armee hingegangen und jetzt kommen sie hundertprozentig nächste Runde zurück. Hier habe ich zum Glück das Ganze abgewehrt. Und jetzt kann ich hier mal, wobei, das sind die Rebellen, ja, die würde ich noch mal ein, zwei Runden hier lassen. Genau, nächste Runde haben hier eine bessere. Das ist so nervig immer. Haben die hier eine bessere Garnison? Genau. Ist so krass, ich kann hier Hekra angreifen. Aber komme hier nicht hin, ne? Ja, okay, hier sind Berge und so weiter. Das ja okay. Naja, okay. Ich gehe mal hier in die Nähe. Könnte natürlich sein, dass die jetzt Jerusalem angreifen. Und dieser Dude hier. Aber Jerusalem hat doch eine. Ja, doch. Also die Pikiniere sind zwar auch zwei Drittel nur voll, aber das wird reichen, hoffe ich doch mal. Okay, also hier ist natürlich wieder eine Fullstack-Armee von den Göttern des Krieges. Okay. Hier der ganze Flickenteppich, das sind noch Überbleibsel von den letzten Belagerungen. Das ist echt schlau, was er hier macht, weil so können die kann die Stadt nicht mehr ne? heilen. Ich könnte natürlich aber wirklich versuchen, den anzugreifen. Weil die zwei Elefanten. Er hat keine Fernkämpfer und die Elefanten sind richtig krass. Aber ja, die da sterben, also ja, nee. Die würden sofort sterben. Das Problem ist, also, ja, okay, er könnte jetzt hierher kommen. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Weil, also, Pontos ist verbindet mit Athen und Byzien. Krieg mit mir, Geten und Sklaven. Das Ding ist halt. Ach, die sind immer noch Klientel von Makedonien. Krass, nach so langer Zeit. Das ist heftig. Okay, das Problem ist, die haben wahrscheinlich alle einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Sonst wären die ja. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder zu. Wenn ich hier. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir. Wieso reden die alle so? Okay. Karthago hat ja gesagt. 4. Minus 15. Seid willkommen. Lasst uns reden und guten römischen. Ich bin noch. Angebot wurde in gut. Ich bin noch zu klein dafür. Okay. Das ist echt nervig, dass die sich nicht bekriegen, ne? Oh, warte mal.
Ich könnte... Galatien. Nee, hier. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Niedrig, okay, keine Chance. Pontos. Im Namen von Hermes seid gegrüßt. Sprecht, aber täuscht nicht mit verstrickter Rhetorik, falscher Logik oder widerlichem Pathos. Wir wollten keine... Ich wollte eigentlich das ablehnen, aber okay. Gut, Ägypten. Nun, was ihr auch sagen müsst, sprecht zu mir. Der mächtige ich probiere einfach nur, ob... Okay, die wollen alle nicht für 4500. Warte mal. Im Namen des Volkes seid willkommen. Ich geb ihn mal... Alter, der ist reich. Okay. Also die wollen so richtig keinen Frieden haben mit mir. Das hatte ich auch noch nie. Interessant. So, Tyros hier unten. Minus 4 Nahrung. Momentan habe ich Nahrungsprobleme. Minus 4 öffentliche Ordnung. Ja, hier kann ich ja nichts machen. Okay, nächste Runde bekomme ich 4 Nahrung. Das ist ganz gut. Dann mache ich hier mal auch die da. Dann habe ich Nahrung hier. Dann rekrutiere ich hier mal auch ein paar Leute. Damit die auf jeden Fall ein bisschen... bisschen gefährlich sind. So, die kosten 100, also 300, 500 pro Runde. Da muss ich ein bisschen noch was einnehmen, beziehungsweise ich bekomme ja ein bisschen mehr, wenn der aufhört zu plündern. Okay. Wegen des Phobos, erst kam das Beben. Wieso haben die was bekommen? Finde ich gut. Klauen der HP hier. Okay. Also, die beiden oder die drei Armeen werden jetzt wiederkommen. Okay, das ist gut. Und das ist sehr gut, dass Galatien weg ist. Athen geht auch. Naja. Okay, die verdrücken sich auch. Das ist Saba jetzt, oder? Das ist doch Saba. Dass die jetzt mit 3 Fullstack-Armeen unten stehen, ist halt ein bisschen negativ. Und was machen die wieder? Da war. Das ist ärgerlich, dass das manchmal echt so ein bisschen buggt, weil die haben jetzt wahrscheinlich mit den ganzen 3 Armeen hier ein bisschen was gemacht. Und ich habe es nicht gesehen, jetzt mit den 4 Armeen. Okay, noch ist hier ja nichts, was gefährlich sein könnte. Die könnten den General töten. Ja, das war klar, dass die jetzt angreifen. Die haben sogar Elefanten. Ja, ich hatte halt Angst, dass der mit Saba jetzt hier angreift. Deswegen wollte ich hier in Reichweite sein. Na gut, also Elefanten sind schlecht. Kommt auf die Stadt drauf an. Aber das ist so eine offene, blöde Stadt. Okay. Aber ich habe 3 Pikiniere, aber der hat einige Fernkämpfer dabei. Ach, das ist die Stadt hier, okay.
Mit der Plänkler Kavallerie ist das halt immer so ein richtiger Abfuck. Also hier, also wenn man sich hier aufstellt gegen die KI, ist es ein relatives Glücksspiel, weil es kam bei mir in meiner Rome Total War 2 Karriere, würde ich mal sagen, na Spaß, bei mir kam es halt schon eigentlich zu 90% von den Gefechten vor, dass er mit seinem Plänkler-Kavalleristen einfach straight hier reingerusht ist gegen die Phalanx. Und das war dann immer richtig cool. Die andere Version ist eine kluge Version. Geht einfach hier hin und ballert hier rein. Und dann war es das so ungefähr. Die andere Version wäre wieder meine typische, dass ich hier und hier aufbaue. Von hier oben runter schieße. Und dann, je nachdem, wo er fokussiert, mache ich den Kessel zu. Ich werde mal kurz schauen, ob das von meinen Einheiten reichen würde. Also hier ist es ein bisschen kurz. So wäre es schon besser, wenn ich hier oben dann die Einheiten hätte und dann könnte ich bis da runter. Ich glaube sogar, dass ich das eher so mache und die Einheiten die stelle ich so dazwischen, oder? Das ist schlecht. Verstanden. Das ist nicht gut. Dann mache ich das so, warte mal. Die machen sich zu einem Knödel. Die machen so. Die machen so. Also wichtig ist nur, dass sie die Seite von den Piken nicht angegriffen wird. Weil da schwindet die Moral rapide. Okay, und jetzt mit denen muss ich halt Fokusfeuer machen. Auf die Kavallerie. Genau, und dann hoffen, dass die nicht so sehr auf die Piken gehen. Ja, das ist gut. Dann geht auf die Hügelmänner. Sehr schön. Das sind auch normale, ne? Indische, genau. Keine gepanzerten. Ist sehr gut. Ist super. Dankeschön. Ready. Halten. Sehr gut. Okay, hier werden die befeuert. Das ist gut. Jetzt kommen die Elefanten. Bin mal gespannt, wo die Elefanten hingehen. Ah, hier dagegen. Bereit los zu marschieren!
Ich schieb die ja schon mal rum. Die Männer wanken. Damit die schon anfangen. Warte, ich mach mal langsam. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, das ist bisschen durcheinander jetzt. Ich könnte mal versuchen, den zu fokussieren jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wieso? So, haben die jetzt... Hä? Okay, schnell töten. Ja. Und jetzt da weitermachen. Mega blöd mit den Steinschleudern. War noch vollkommen funktionstüchtig. Fokussiere ich jetzt mal den General. Also die... Ja, oder... Ja, wenn der General tot ist, dann... ist es... schon gut. Nee. Die da sind... die stören mehr. Die sind gefährlicher hier. Hier gefährlicher. Ja, jetzt fangen alle an zu schießen, ne? Okay, die sind irgendwie besser als meine. Auch wenn es dieselben sind. Na gut. Das ist halt eine schwere KI, ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben da mehr Durchschlag. Ist einfach so, also. Man muss ja die taktischen, die taktische... Na, wie sagt man dazu? Die taktische Failheit von der KI muss man irgendwie ausgleichen. Und dadurch macht man eben die Einheiten einfach ein bisschen stärker. Ist ja in Ordnung, also. Zerstückelt sie!
Ist ja vollkommen in Ordnung. So, das sieht gerade gut aus. Ja, der hat sich natürlich wieder gefangen. Meine Steinschleuderer natürlich nicht. Aus Gründen. Ich schicke euch gerade zurück. Checkt ihr das nicht? Offensichtlich nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das ist jetzt Kacke. Ja. Sagen wir mal so, seine Fernkämpfer könnten jetzt den Männer fliehen vor der Schlacht. Ne? Das ist ein schändlicher Angriff. Die Kehrtwende sein so. Der Ausschlag sein so. Ach, ihr Arschlöcher. Entschuldigung. die sind so dumm. Wie lauten eure Befehle? Hört zu! Befehle? Befehl, verstanden! Bereit, los zu marschieren! Lasst euch von vorn! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Er gewinnt jetzt wegen einer bisschen zu krasser Steinschleuderer Einheit. Schaut mal. Es schießen ja noch nicht mal alle. Aber das reicht, um hier die hinzuschmelzen. Und das sind nur östliche Steinschleuderer. Das sind noch nicht mal gute Steinschleuderer. Alter, wie das nervt. Wenn es gegen die da wäre, gegen die Herban-Pikiniere, okay, die sind nicht so gut gepanzert, aber die da sind eigentlich sehr gut gepanzert. Und die tun gerade so, als wären sie Peltasten. Und das ist halt dann schon echt nervig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. An sich, ja, nerven tut's mich nur, weil das so dämlich ist. Schau mal, 321. Und bei mir, okay, der hatte auch 200 und der 100. Aber wir haben normale Leute. Also wir haben Kavallerie fokussiert und normale Hügelmänner und sowas. Also... Ja, das... Ach, an sich okay, weil, ja, ernsthaft. Wieso ist jetzt plötzlich eine hohe Chance auf Sezession? Der ist plötzlich minus 32, der Penner. Okay. Und ich habe ja jetzt auch kein Geld mehr. Gut. Die Siedlung wird belagert.
Na schön. Na schön. Ja, das ist ja jetzt gerade ein bisschen problematischer. Okay, auf. Okay, wenigstens das. Also, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, dann sind nur die feindlichen Armeen. Also die da. Ja, als ob ich nicht weiterkomme, ne? Als ob ich nicht weiterkomme. Ja. Jetzt entweder hier helfen. Der geht jetzt Richtung hier. Die da haben jetzt eine gute Garnison. Die haben eine sehr gute Garnison, okay. Das ist gut. Die Garnison wird jetzt erst aufgebaut, das ist ja klar. Soll ich hier auch einfach... Ah, ich überlege noch. Genau, hier minus 20, immer noch. Unzufriedene Bevölkerung, Überfall, Unruhe stiften. Ja, hier der kleine blöde Auflauf von Agenten ist echt nervig. Das ist echt ein bisschen blöd. So, wenn ich das hier mache, bekommen die eine bessere Garnison. Momentan habe ich halt echt jede Stadt hat irgendwelche blöden Musterungsfelder, damit die Garnison besser wird. Aber Saba, was willst du hier mit deinen 3 Fullstack-Armeen? Ja, natürlich gut, wenn die hier komplett angreifen würden in Jerusalem. Das würde mir echt gefallen, aber warum sollten die das tun? Wahrscheinlich greifen die Petra an. Das braucht 3 Runden. Ah, ja, wir sind schon wieder bei 30 Minuten fast. Gut, dann würde ich sagen, nächste Runde. Ja, schauen wir, ob wir hier ein bisschen entwirren noch. Mit der Armee bin ich gerade am Überlegen, wirklich das hier anzugreifen. Aber bringen würde mir das gar nichts. Die Alternative ist, ich muss mal den Kampf zu denen bringen und nicht immer nur... Ich könnte, okay, komplett verrückter Gedanke, mit der Armee hierhin, nach Asien und versuchen, Pontos wieder zu befreien. Damit wir wenigstens einen Verbündeten hätten. Oder andere Überlegungen. Pontos hat hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Überlegungen über Überlegungen. Saba hat hier unten 2. Ich glaube, nee. Hier oben werde ich nichts machen, weil hier sind zu viele Akteure. Ich werde mit der Armee wieder zurückgehen, unsere Hauptstadt befestigen und dann anfangen auszurotten. Also quasi hier straight durch, damit Nabatea tot ist. Und dann
mit der zweiten Armee hier so ein, also dass ich hier mit zwei Armeen hier bis Arabien runtergehe, damit Saba tot ist, damit Ma'in tot ist und Greher tot ist. Mit der Kusch habe ich ja kein Problem. Kusch, 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 Kusch. Wo ist Kusch? Also die habe ich noch gar nicht entdeckt. Okay, aber die sind neutral zu mir, das ist gut. Okay, gut. Das, ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nächsten Runden werden ein bisschen effektiver, sage ich mal so. Wach. Und jetzt haut rein und schönen Tag noch und bye bye.